Ja. Hallo. Was? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo! Komm, ich level mal noch ein bisschen. Du bist ja eh noch. Ich komm wieder rein. Ja, komm mal. Da ist ein Schwein. Was ist das für ein Schwein? Kann doch auch nichts dafür. Das läuft weg. Ja gut, Leder kann ich ja dann rausschmeißen, ne? Und rohes Fleisch brauchen wir eh nicht. Aber erstmal sowieso ein bisschen machen. Also es kommt drauf an, welches Tier du da angreifst, ne? Das kriegst du richtig. Guck mal, die Kleinen! Süß. Muss noch einen Haufen setzen. Alles killen. Herrlich. Hinten den Alpha Raptor, den habe ich letztens platt gemacht. Okay. Prontos! Rexy. Na. Wurde mal der Tasche abgeworfen? Ach so, ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Also, es ist ja geil, wenn der Vulkan hier mal aktiv wird. Also in ein paar Tagen, dann wird das ja hier richtig dämmern. Obwohl wir sind ja weiter weg. Der ist ja, glaube ich, in der Mitte der Karte. Irgendwie so. Level. Der Sumpf ist auch hier auch gleich in der Nähe irgendwo, oder? Ja. Einfach dem Wasser entlang. Nein, auf Hoi, Alpha, pass auf. Kommst du her? Ah, Biber, wie geil. Die haben doch auch irgendwas drin in ihren Staudamm da. Ja, meistens Holz. Über 300 Schaden. Sehr geil. Linke Flanke haben wir. Keine Tasche hinterlassen. T-Rex Bronto.
war das denn? Vor was habe ich jetzt hier Schaden genommen? Der Alpha hat mir gerade 3 Level gegeben. Ja, da hinten ist noch ein Alpha, wie geil. Geradeaus. Willst du abhauen? Wo ist denn der hin? Ja, der Alpha. Ja, ja. Ah, da. Geil, ja, ist ja auch kein Wunder, ganz ehrlich, ey. Oh, was habe ich diesmal bekommen von dem Vieh? Alter, wie viel Filet ich habe. Oh, eine grüne Axt. Ja, sehr gut. Haben wir die Armbrust. Rezept wäre zwar besser, aber okay. Ja, der Bauplan, den kriegen wir aber eher aus dem Drop. Bin ich da? Fortschrittliche Lederhose. Auch immer mit. Pfeile nehmen wir mit. Fell habe ich. Ja, mein T-Rex ist jetzt nur noch vom Silbertablett. Gibt nur noch Prime Meat. Nein! Ein Hänger. Einen kleinen Hänger. Aber jetzt gehen wir mal wieder weiter. Genug gespielt, sagst du. Endlich in den Sumpf reinkommen da. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, da ist so ein dicker Vogel da, der uns auf die Nerven ging. Sogar zwei. Ja, dann. Normaler, oder? Hä? Hat der Kleine gerade den... Hä? Ja, der Kleine hat den Raptor gerade zerlegt. Oh, hier sind die Bäume. Hier können wir Fisch... Köder herstellen. Aber mal bei nächster Gelegenheit mal... Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Wo denn gerade? Der ist da links raus. Was ist das, Sabertooth? Ja, das, so heißen die Fische. Ja, das Vieh. Geil. Brauchst man nicht um Knöchel rumknappen. Ey, was ist das denn hier? Ist das ein Biber-Dingens? Das ist ein Biberbau, ja. Ja, hier ist eine Blume drin, ne? In 46er Ausführung. Ja, nimm sie mit. Wollte ich mal gesagt haben. Aber mich hier gerade durch Fische durch. Oh, der Biber kam. Wie geil. Der gefiel das gar nicht. Ey, die haben Pelz, wusste ich gar nicht. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Ey, die haben sogar Zement drin. Und Perlen. So, seien wir mal ehrlich, die Biberdämme, die sind ja geil. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, hier sind einige Schafe. Cool, geile Gegend. Hat eine Schnecke zerlegt.
Eine Schnecke hast du zerlegt? Ja. Marvin! Eine Bitch hast du zerlegt? Na, da kommt wieder der Terror Marvin. Warum Terror Marvin? Hat sich fast voll verändert, ey. Ey, wollen wir die Schnecken nicht am Leben lassen? Ja, die kann man ja hier hinten sammeln. Aber da brauchen wir erst noch ein paar Vögel. Warum denn? Erwin, warum denn Terror, Marvin? Ja, bist es einfach. Unser Anführer. Ich hab seit einem Monat nur alles auf den Sack, Alter. So alles. Warum? Oh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Okay, ja, bist mittlerweile in ein. Ultra schnell reizbar. Ja, du bist mittlerweile in ein Alter gekommen. Bitte, das war ja vor Monate zwei auch schon. Bist du ein Alter? Was soll das denn heißen? Ja, wartet auf mich, komm mit. Wir sind doch schon da. Aber du kannst zusätzlich noch hinkommen mit deinen Rex. Habt ihr den Riesenvogel gestern noch getamed gekriegt? Riesen, den haben wir noch so. Warum zum Henker bin ich im Gewächshaus? Hermann hat dich aus dem Zimmer geschliffen, weil wir wollten das ausmachen. Rechts ist Sarko. Was ist denn das? Jetzt ist er weg. Alter, wer riecht denn hier in den... Oder seid ihr behindert? Hä? Habt ihr den René wirklich im Käfig gesperrt? Ja, wo er hingehört? Außerdem will das doch selber. Da bin ich mir ganz sicher. Aber mich hier gerade durch den Zug durch. Ja, als wäre da so gar nichts. Erstmal wieder alles anziehen hier. Ey, ihr Wichser, wer hat mir meine Munition geklaut? Liegt im Schrank. Im Schrank liegt überhaupt nichts. Unten im Schrank. Ach. Neben der Werkbank. Ja, neben der Werkbank, stimmt. Terrorvögel. Ja, genau, jetzt muss er erstmal umsetzen. Boah, ist das ein Level, ne? Das ist richtig krass für den T-Rex. Was ist das denn? Ein Frosch vergiftet mich. Ah, der hat Betäubung, der Frosch. Ja. Interessant. Also ich bin ja immer noch dafür, dass wir uns so ein Ding da holen. Man holen wir mal den Drop hier. Ein Frosch für einen Aal. Ein Industriegrill. Ja, wir haben mittlerweile, können wir alles machen. Oh, Bauplan, marode Spitzhacke. Sauber. Hab ich doch schon, die Metallspitzhacke, ne? Was ist das denn? Die Rache des Frosches oder was? Hat mich noch ein Frosch angegriffen. Ah, der betäubt mit der Zunge. Der hat gar kein eigenes Gift, kann das sein? Nee, der macht Schlagschaden in dem Sinne. Okay, mein Rex hat er jetzt nicht davon so richtig überzeugt, aber es ist interessant auf jeden Fall. Ey, das ist ja unglaublich, ne? Was denn? Ich suche hier Holz und es gibt einfach kein Holz. Natürlich gibt's im Schrank. Ja, ich suche hier gerade alle Schränke. Hinten in der Doppelreihe von den Schränken. Also im Holzschrank ist kein Holz und im Steinschrank ist. Im Steinschrank ist Stroh drin. Super. Hey, was sondert der denn ab? Nee, die Mühe. Was haben die denn für ein komisches Zeug? Keine Ahnung. So. Hauptsache erstmal reinlaufen. Da hinten ist der Sumpf. Ja. Hüpf, hüpf, bang, bang. Ja, nice. Alter, wie geil. Was ist denn? Hi. Komm, hi. Ich will's mit dem kommen, du wirst über Land. Der ist zu fett für die. Der ist zu fett für die seichten Gewässer. Toll, womit soll ich denn jetzt da hinkommen? Mit einem Rex. Was denn für ein Rex?
Das ist doch alles voll da, das Gehege. Da ist aber kein Sattel drauf. Keine Ahnung. Ja, wir haben keine Sattel mehr. Ach so, sag das so. Komm mit was anderem. Ich komm mit dem Flugmoped hier. Komm mit dem Bronto. Ja klar, wie lange soll ich denn laufen? Scheißegal, Mann. Na, ich komm mit dem Agantavis. Ja, wo seid ihr eigentlich? Da, wo die Zahlen aufploppen, da bin ich. Im Sumpf seid ihr? Ja. Lol, Baryonyx gekillt. Wo bist du lang gelaufen? Links oder rechts? Links lang. Da ist nämlich so ein Spring-Krokodil. Warte, hab ich vorhin schon zwei zerbissen. Zum Glück kommt er nicht auf den T-Rex drauf, ohne Witz. Ach ja, eine schöne Zeit mit diesem Blutegel. Arme Dodo, der kann auch nichts dafür. Doch, der muss weg. Verdammte Axt. Hat er. Ich hab einen Energiebräu, cool. Ich hab genau eine Blume bekommen, verdammte Scheiße. Ich hab doch hier 46 Stück. Ja, aber ein paar mehr. Okay. Ihr seid im Sumpf? Jo. Ich flieg jetzt gerade straight zum grünen Obelisken. Ah, da sind wir so ziemlich davor. Jo, stimmt. Ich brauche 20 Blümchen. Wofür? Dank der Vergessenheit. Weil der Punkte mal verteilen kann. Kriegst du sämtliche Punkte, was du für die Engramme und für die dein Leveln brauchst oder vergeben hast, kriegst du wieder. Isst alles und kriegst sämtliche Punkte wieder, was du vergeben hast. Warum machst du sowas? Weil es so Dinge gibt, die nur man irgendwo schnell braucht. Weil dann muss ich nämlich auch nicht unbedingt die Sachen lernen, wofür wir zum Beispiel Baupläne haben. War das eigentlich Maximallevel? Ich glaube, serverseitig 100 oder 110. Die wollen das mit dem nächsten Patch anheben, offiziell auf 100. Und wollen die Punkte, wie gesagt, verbessern. Mal schauen, ne? Oh, 7 Blumen. Echt fast mit dem Stego rauskommen. Der Stego wird ja Abendbrot. Hier dabei. Ein Stego Abendbrot. Bei den grauen Sträuchen kriegst du mehr eher seltene Blumen. Okay.
habe ich nur noch 200 Mejubian. Ja, das ist ja kein Thema. Ja, kurz mal mit dem Stego rausgerannt, einmal durchgekloppt durch die Streuer und fertig. So sieht's mal aus. Eine hässliche Mücke. Naja, hat er auch gerade schon wieder Insektenspaß. Marvin, nimm gleich mal einen Frosch mit. Wenn du einen siehst. Meinst du, soll ich mit runterschnallen oder was? Nee, den kannst du greifen. Ja, das Finger, sag ich, runterschnallen. Ja, ja, dann schnall ihn runter. Weil die haben eine sehr interessante Betäubung. Weißt du, Natur, weil ich bin jetzt umgestiegen auf vegan. Oh, da ist ein Koko hier bei dir. Vor dir. Interessiert nicht mehr. Ey, was ist das denn? Mir greifen Vögel an! Okay, doch nicht. Hab mich getäuscht. War nur eine Illusion. Hä, was greifst du da an? Eine Schnecke. Hier sind Frösche. Wo denn? Ich seh nichts mehr. Nee, nix. Sind Frösche, ich seh keine Frösche. Ey, das ist ein Bionix, ne? Oh. Vor dir. Ach da. Ach, da ist ein Frosch, ich seh einen. Den kannst du einfach dann in die Basis packen. Was ist das denn? Achso, ich muss kacken. Ich hab schon gefragt, was ist jetzt los hier. Ah ne, ist doch eine Schlange gewesen. Ich hab den Frosch. Mach den, pack den einfach in ein Gehege da. Am Wasser ist nämlich so ein Gehege. Da kannst du so den reinwerfen. Musst du nur noch dann die Tore dann zumachen. Aber der greift dich nicht an, der ist friedlich. Männlicher Belzebufo. Genau. Im Wasser ist ein Gehege hier bei uns hier vorne. Ja, ja, genau, bei uns an der Basis. Achso, an der Basis. Alter, weißt du, wie weit ich da erstmal fliegen muss? Ja, ist ja nicht schlimm. Kannst du ja. Nee, ich hab da keine Ausdauer mehr gleich. Ja, du darfst nicht immer Vollspeeds. Ein bisschen was eingesammelt, das muss ich ja mal sagen. Ja, was ist denn das? Rockwell doch jetzt im Energy Boy. Ja, haben wir ja schon. Ist ja uninteressant. Ah, dann nehme ich nochmal 2-3 Stücke Fleisch raus und den Rest alles wegwerfen. Genau. Interessant, dass Hermann noch nicht da ist. Ich sehe. Boah, das ist die Rache vom letzten Mal, diese Dinger hier. Boah, wie viele Giftviecher. Mitten reinhauen hier.
tot. Trodon. Hä? Wollt ihr kleinen Mistviecher? Ist das jetzt ein Kinderspiel ohne Witz hier? Weißt du noch unsere Anfänge? Weißt du noch damals? Mit einem Hub weg ist er. Geil. Muss man mal den Inventar wieder ausleeren. Eine Schneise der Verwüstung. Ja. Ich musste gerade mal ein bisschen Gewicht wieder loswerden. Junge, das ist ein Vieh, ey. Aber erstmal mach ich die Blut. Ja, geh. Ja, du musst doch nicht fragen. Wenn du aufs Klo machst, dann gehst du aufs Klo. Da marschier ich jetzt gemütlich hin. Ich glaube, ich brauche sämtliche Ausdauer. Ach, na, sieh mal einer an. Ich habe noch ein Level. 119% Schaden. Guck mal, links von uns. Geier. Ja, ich weiß. Ich schaffe auch nicht da. Davon liegt neu. Was ist? Ach, das da, ja. Ist es weg, oder? Ne, doch nicht, ist noch da. Okay. Ich krieg ja schon Panik. Ei. Was ist das für ein Ei gewesen? So Ei. Ach so, ui. Na, da bin ich ja mal gespannt. Es lacht uns schon so grimmig an. Ja. Lass mal Ausdauer noch voll machen. Hey, ich hab ein neues Level erreicht. Ist ja cool. Sauber. Spitz. Wo ist denn wo ist denn hier das Dings? Was?
das Gebäude. Das stand doch mal hier am Strand. Das ist am Wasser, ist das. Ich weiß, aber das ist hier nicht mehr. Doch, das ist da noch. Das muss nur näher ranfliegen. Wir haben ja diese Erweiterung gemacht und genau da am Wasser ist das. Alter, macht der einen Schaden. Junge, der macht über 700 Schaden. Wie geil, Flauschi, du bist so geil. Lauf, Flauschi, lauf. Ja, ich würde sagen, der Bronto ist eine Nummer zu groß für dich. Titano auf jeden Fall. Ah ja, der Papa Bronto. Der hässlichen Trodons, Mann. Bah, Titano, ey. Bei dem gerade auch wieder Schaden. Ja, weiß Bescheid. So, Betäubungspfeile rein und dann will ich den mal tamen. Nein. Sauber. Den kannst du, ich glaube, der hat da Passiv-Tamen. Brauchst du einfach nur was zu fressen mitnehmen und auf die unten ausrüsten auf 0. Dann gehst du hin zu dem. Was frisst er denn? Keine Ahnung. Warte, ich gucke eben. Ilzebufo. Ey, hier wurden Speere gebaut, ne? Hast du das gesehen? Was? Hier, gerade wo du hier lang gelaufen bist. In diesem kleinen Fluss oder was das hier sein soll. Ja. Da sind Speere im Wasser. Beelzebufo frisst anscheinend Fleisch. Du hast im Schrank oben hast du gekochtes Prime Meat. Im Schrank oben? Ja, im Kühlschrank. Hier vorne. Geh mal jetzt nach rechts. Was, bist du schon wieder zurückmarschiert? Rechts! Hör mir doch mal zu! Gegrilltes Prime Meat. Ah, da hinten kommt ein Drop, ein gelber. Der hört mir nicht zu. So, was willst du denn machen? Was? Ich will nichts machen. Ich hab nur festgestellt, dass du mir nicht zuhörst. Ja, nee, ich hab doch gerade gesagt, ich will da hinten zu dem Drop. Ja, und davor habe ich mit dir geredet. Ein Spinosaurus. Ja. Was ist denn aus dem letzten geworden? Hast du den auch in den Sand gesetzt? Ja, der hat irgendwie Quallen angegriffen von der Drossel. Ei? Was ist denn ein Ei? Ja, lief ja erfolgreich mit dem Titano. Glückwunsch!